an und für sich präsentiert «Impro for Business» – angewandte Improvisation im Berufsalltag. Der Podcast für dich, dein Team und deine Organisation. Liebe Zuhörende, wie ihr gehört, haben wir jetzt einen Jingle. Vielen Dank an dieser Stelle an Donny, unserem Ensemblemusiker. Herzlich willkommen zu der dritten Folge mit mir, der Corin und der Melanie Baumann, wo mir vis-à-vis in unserem Backstage sitzt. Hoi Mela. Hoi Corin. Hey, mega schön bist du da. Die Mela ist schon seit über 20 Jahren der Improvisation verfallen. Sie ist Schauspielerin und Trainerin bei uns und auch eine begnadete Moderatorin. Zudem hat sie 2017 den Swiss Comedy Newcomer Award gewonnen. Grund genug, um mit ihr heute über das Thema Auftrittskompetenz zu reden. Ein selbstsicheres und authentisches Auftreten hilft im Berufsleben extrem. Aber nicht nur dort, sondern auch privat. Ich werde Mela nach Tipps und Tricks, auch gegen Nervosität, fragen, wie man mit Störfaktoren während einer Präsentation am besten umgeht und wer dann für sie ein Vorbild in Sachen Auftritt ist. Mela, du tust bei uns Gruppen sowie Einzelpersonen im Thema Auftrittskompetenz coachen. Als erstes, was meinen wir, wenn wir von Auftritt reden? Es kann ja irreführend sein, wenn man dabei nur an einen Auftritt auf der Bühne denkt. Mhm, absolut. Das, was uns ja zu Experten macht im Thema Präsentationen, ist, dass wir ja ständig auftreten. Und vor allem die Person von uns, die die Moderation macht, also die erste Person ist, die die Bühne betritt und das Publikum versucht, so im Band zu ziehen, dass alle gerade schon so voll im Geschehen inne sind. Und das sind so die ersten paar Sekunden, die entscheidend sind. Und genau das können wir trainieren, dass es im Privat- oder Business-Alltag eben auch gerade so eine Wirkung kann erzielen kann. Also auch in Gesprächen oder wenn man einen Auftritt, also einen Vortrag haltet. Absolut. Auch ich habe mir das überlegt, so Vorstellungsgespräche. Auch für das. Also es ist egal, wie gross das dein Publikum ist. Es geht darum, wie kann ich gerade wirken, ohne dass ich mir etwas, also dass es aufgesetzt wirkt, sondern dass ich mit meiner Persönlichkeit, was ich schon mitbringe, noch mehr kann strahlen. Das ist so, das Ziel, das wir verfolgen. Und für das nutzen wir unsere Techniken aus der Improvisation und gerade aus der Moderation von einer Show. Ist es richtig, wenn ich sage, hey, Auftrittskompetenz ist ein Herzensthema für dich? Ja, schon. Warum? Hey, ich weiss nicht, ich habe in meinem alten Ensemble dort mal, Tiltenik aus St. Gallen, habe ich ganz oft moderiert. Ich glaube, es hat sonst niemand wollen. Und ich habe gefunden, ja, ich mache es schon. Und habe es darum ganz oft gemacht und wie so Mini-Kilometer dann gemacht. Dort. Und ja, habe ich irgendwann einfach mal angefangen. Ich weiß gar nicht mehr, wann das da war. Wahrscheinlich so 2004, 2005, so um das herum. So die erste Show moderiert und mit jedem Mal dazugelernt. Und eben auch die Möglichkeit gehabt, zum ständig moderieren. Und mich immer sicherer gefühlt und auch mal Risiken eingegangen, Sachen ausprobiert. Und darum, ja, wie so einen Rucksack gepackt, wo ich jetzt auch weitergehen kann. Schön. Was hat dann die innere Haltung mit einem überzeugenden Auftritt zu tun? Oh, hey. Aus meiner Erfahrung 90%. Also es, jetzt in letzter Zeit zeigt sich eh immer mehr, dass das so für die Teilnehmenden von unseren Seminaren so ein Schlüsselmoment ist. Dass die innere Haltung, warum mache ich das? Was finde ich cool daran? Was ist mir wichtig? Also die Fragen beantworten für sich selber und das dann mitnehmen. Und zwar in einem positiven Sinn. Also immer etwas Positives finden, warum würde ich das machen? Auch wenn ich ein bisschen Schiss habe davor. Und ja, vielleicht gerade so, du hast gesagt, wenn ich ein bisschen Schiss habe davor, es gibt ja Leute, die auch sehr fest Lampenfieber haben oder nervös sind vor der Präsentation oder einem wichtigen Auftritt. Was ist da so dein Tipp für sie? Schnaufen. Es gibt, ja, schnaufen ist mega wichtig, man vergisst sich selber ganz oft. Man ist sehr beim Publikum
oder bei den Zielpersonen, wenn man so will, bei Präsentationen. Und ja, vergisst sich selber. Und weil du die Person bist, die den anderen etwas erzählen will, was mega wichtig ist, darfst du dir selber auch sehr gut schauen, bevor du überhaupt vor die Leute anstehst. Und dann gibt es verschiedene Möglichkeiten. Find raus, was tut dir gut, nimm etwas aus deinem Alltag, mach vorher so eine Meditation, lass dir einen Power-Talk an, etwas, wo du weißt, hey, das tut mir gut. Nicht fremd, sondern gerade Neues, sondern ah, das kenne ich. Mhm. Dann bist du so in deiner Komfortzone. Es gibt verschiedene Techniken, wie man den Atem regulieren kann. Es gibt so etwas bildhaft, so ein Bodyscanning, wo du den Atem überall hinschickst, wo du wirklich so 2-3 Minuten für dich nimmst, zum ordentlich schnaufen. Das bringt deine Herzfrequenz runter. Oder das Box Breathing, das kennen wir ja sehr gut. Mhm. Gibt es auch Apps, gell? Es gibt Apps für das. Es gibt Apps für Box Breathing, ja. Genau. Das ist ja das, wo man immer 4 Sekunden schnauft, 4 Sekunden die Luft anhaltet und wieder 4 Sekunden ausschnauft. Genau. Das empfehle ich zum Trainieren, mal die Hai, weil es ist unkomisch, mal 4 Sekunden lang den Atem anzuhalten oder 4 Sekunden lang ausschnaufen, also das Ausschnaufen verteilen auf 4 Sekunden, da muss man ein bisschen trainieren, damit es dann die Wirkung erzielt. Also das mal schauen. Sehr technisch habe ich festgestellt, dass das mit vielen resoniert, weil es wie ein Plan, es ist so ein fixer Plan, wie das Ding funktioniert. Das andere, was ich vorher erwähnt habe, also das Bodyscanning, also ich nenne es Bodyscanning, da schnaufst du schon mal gezielt in die Füße. Dann komisch, aber es geht darum, dass du einfach mal, dass den ganzen Körper mal wahrnimmst. Und du schnaufst dann ganz lang eben schön gezielt. Und das resoniert nicht mit allen. Darum nehme ich die zwei gern. Zeig den Leuten die zwei, dann hat sicher ein Treffer bei allen. Mhm. Und wir sagen oft auch so, hey, mach dir den Raum zum Freund. Mhm. Wie kann man das machen? Oh, ja, das ist sehr schön. Eben eine Präsentation oder Auftritt, wie wir es nennen, fängt eben vorher schon an. Es ist nicht dann, wenn ich vor die Leute anstehe, dann fängt es an. Nein, es fängt dann an, wenn du am Vorbereiten bist. Vielleicht hast du noch dein Laptop, du musst noch beamen und alles checken, dass deine Präsentation läuft. Und das ist mal das eine, das ist so das Technische, dass es funktioniert. Und dann kommst du dran. Und für dich unbedingt viel Zeit einberechnen, wenn es geht, es geht nicht immer. Vielleicht sind die Leute schon drin. Aber wenn es geht, schau dir den Raum an. Wo sitzen die Leute? Sehen mich alle gut? Wo stehe ich an, dass mich alle gut sehen und ich mich aber auch wohlfühle? Das ist mega wichtig. Wenn du so einen Tisch so im Rücken hast und irgendwie hinterst gar nicht so recht, kannst weg und so, das sind lauter so Details, wo man gar nicht dran denkt. Und wie ist die Stimmung im Raum? Einfach mal reinlaufen und mal tönt jetzt so ein bisschen, spürst du mich, fühlst du mich? Ist es auch? Das gehört auch ein bisschen dazu. Weißt du, die Stimmung vom Raum, wie nehme ich die gerade wahr? Ja, und das kann ich machen. Und eben mit meiner inneren Haltung kann ich auch, wenn ich jetzt den Raum nicht so leise finde, kann ich dem entgegenwirken. Aber einfach, dass man mal allein drin gestanden ist. Mhm. Und es kann ja wie sein, dass es während der Präsentation mal Technik nicht mehr will. Mhm. Was empfiehlst du für so Situationen? Oh ja. Wir sind alles Menschen und so Sachen passieren. Meine Empfehlung ist, offen und ehrlich mit dem umzugehen. Wenn man versucht, das wie so zu verstecken oder so, dann kommen wir so in Stress rein, so das unter den Teppich kehren, so, hoffentlich merkt es niemand. Nein, eine Stunde sagen, so, Technik versagt, tun wir das richten, damit wir weitermachen können. Und so bleibst du in Kontakt mit den Leuten. Weil wenn du versuchst, dann
das zu verstecken oder irgendwie so zum Gehen, dann mach deinen Körper zu. Deine Schultern gehen gegen rein, dein Kopf geht gegen und sobald dein Kopf drinnen ist, bist du nicht mehr connected mit den Leuten. Das sind so kleine Details. Darum gerade anstehen, zu den Leuten schauen und sagen, so, Technik versagt, ich richte das. Mhm. Mach dir doch schon mal Gedanken über das, was gerade passiert ist oder das, was ich gerade gesagt habe. So, versuche entspannt mit dem umzugehen. Mhm. Und offen und ehrlich sein, ja. Was empfiehlst du dann im Umgang, sag jetzt mal, wenn es so ein bisschen unbequeme oder irritierende Fragen aus dem Publikum gibt? Mhm. Oder jemand, der so ganz offensichtlich die Aufmerksamkeit sucht? Mhm. Ich habe da das wunderbare Tool von Ralf Schmidt aus Deutschland. Ich weiß gar nicht, wo er jetzt wohnt. Er war mal bei der Steifen Brise. Er ist vor allem bei den Impulspiloten und er organisiert improhotels.de. Kann man nur empfehlen. Ich bin in so einem Impro-Hotel gewesen, so eine ganze Woche auf Mallorca. Das tönt sehr nach Spass. Ist viel Spass, aber man ist ja so eine Dreiviertelstunde weg vom Ballermann. Also es ist ganz gediegen. Heißt so ein Hotel für dich, also lauter Impro-Leute. Und ich weiß auch gar nicht mehr, wann da war. Es ist 15 Jahre her wahrscheinlich. Sagen wir 15 Jahre. Ja, ja, Minimum. bin ich da gewesen und er hat einmal an einem Nachmittag hat er ein paar Stunden gemacht zu Moderation. Und Moderation, wie wir sie machen, ist ja sehr vergleichbar mit Präsentationen. Die Frage ist immer, was ist der Inhalt? Was ist das Ziel von dem, dass du vor Leuten stehst? Und er hat uns die wunderbare Methode von den 3 I mit auf den Weg gegeben. Und das ist das, was ich seit hier benutze, in verschiedensten Anlässen, sei es jetzt eine Show moderieren oder sei es in einem kleinen Grüppli ein Business-Seminar halten. Genau. Mhm. Und die 3 I. Ja, ja, erzähl sie interessiert. Jetzt will ich sie ja, wissen. Du willst sie wissen, ja. Also, das erste I ist identifizieren. Tönt simpel. Woher kommt, nennen wir es jetzt einmal wer ist der Störfaktor? Wer ist die Person? Aha, es ist die Person. Okay. Dann das zweite I ist isolieren. Und isolieren tönt ein bisschen negativ. Damit ist gemeint, die Person braucht offensichtlich den Raum. Darum holt sie sich den unangebrachterweise. Ganz oft ist ja so, es ist wirklich, wenn es stört, ist es ja nicht angebracht. Das kommt vor und damit man Ruhe hat, gibt man dieser Person den Raum, den sie offensichtlich braucht. Jetzt, die Frage ist aber, wie? Mhm. Meine Erfahrung ist, ehrlich interessiert sie, warum wird jetzt gestört? Da ist ja offensichtlich irgendeine Emotion rum. Nachfragen, hey, was ist los? Also nicht gerade mit diesen Worten, aber so wirklich nachfragen, hey, hast du eine Frage dazu oder hast du einen Input dazu? Und die Person wirklich reden lassen und so wertschätzend wie möglich. Mhm. Weil sonst kommen wir in einen Status-Fight rein. Weil du bist die Person, die da vorne steht und der andere noch etwas vermitteln will. Irgendeiner Form. Und du bist in dem Moment im höheren Status als der Rest. Und die Person setzt dich ab. Mhm. Durch das, dass sie stört. Und damit ihr nicht in einen Status Fight reinkommt, einfach so wertschätzend wie möglich, ehrlich interessiert sie und auch nochmal nachfragen, ist deine Frage beantwortet, wenn es eine Frage war? Oder hast du alles können sagen, was du hast wollen, zu dem Thema uns mitteilen? Deine Erfahrung ist wichtig. Und dann sich bedanken dafür, für den Input. Und dann weitermachen.
und der Person die Aufmerksamkeit schenken, auch körperlich, also wirklich der Person zugewandt sein und sie im Fokus haben. Weil wenn es dich stört, die störende Person, stört sie auch alle anderen. Und alle anderen sind mega froh, wenn du dich dem annimmst. Und meistens ist dann Ruhe. Aus meiner Erfahrung, ich habe es erst einmal erlebt, dass nicht Ruhe war. Und dann kommt das dritte I zum Zug. Das dritte I ist ignorieren. Das ist das alleranstrengendste I von allen. Mhm. Weil das musst du dann wirklich durchziehen. Die Person hat den Raum bekommen, den sie gebraucht hat, wertschätzend bekommen. Und nachher ist Ruhe. Dann einfach nicht mehr. Und das habe ich erst einmal müssen. Das ist mega streng. Ja, das ist sehr streng. Zum Glück erst einmal müssen, ja. Gut, es war noch Alkohol im Spiel von der. Also die Person war alkoholisiert und es war in einer Show. Das ist nochmal ein Unterschied. Ist es in einer Show aus dem Publikum oder ist es in einer Präsentation, wo es auch noch Leute hat mit der gleichen oder ähnlichen Fachkompetenz wie du? Mhm. Danke ja für die Erklärung von den drei Eins. Das ist eine lange Erklärung. Ja, aber sehr spannend. Ja. Und wer noch mehr will wissen, was sie jetzt mit Hoch- und Tiefstatus gesagt hat oder gemeint hat, der kann sich unsere erste Folge anhören zum Thema Status. Und Mela, was sagst du so zum Thema Gestik? Ist da besser mehr Gestik, weniger? Was man immer so ein bisschen gehört, ist so das typische, ja, man soll nicht die Arme verschränken. Mhm. Mega spannend. Gestik. Ich muss vielleicht ein bisschen ausholen. Du darfst. Ich darf, danke. Mein Ansatz, bei uns, bei Mann und Pfirsich, tun sehr viele Auftrittskompetenzen vermitteln. Und jede von uns hat eine andere Art und Weise, eine andere Haltung dazu. Und ich bin der absoluten Überzeugung, dass du als Person eh schon alles mitbringst. Du bist eine Persönlichkeit. Wir helfen dir dazu, ein Werkzeug zu finden, das deine Persönlichkeit noch mehr strahlt. Und darum schaue ich mir sehr gern die natürliche Gestik von einer Person an. Und wenn die Person eine starke Gestik hat oder wenig. Das ist alles richtig. Wir schauen dann, was können wir für einen Input oder für eine Technik nutzen zum Strahlen, wo dir in einem anderen, also jetzt nicht im Thema Gestik hilft, sondern vielleicht in der Präsenz. Und das Erstaunliche ist, Gestik verändert sich mit, wenn du auf etwas anderes schaust. Sie wird klarer. Und dann ist die natürliche Gestik, die du mitbringst, etwas klarer. Und dann passt sie auch zu dir. Und es soll ja deine Persönlichkeit unterstreichen und nicht einfach das Schema F aufdrucken, so sollte man nicht vor Leuten stehen. Sondern was sieht authentisch aus? Was bist du? Und darum ist es individuell, wenn ich jetzt mit Gestik der Leute umgehe, wenn ich mir das anschaue. Ja. Mhm. Kann man sich da etwas darunter vorstellen? Ja, absolut. Und wir machen ja unser Seminar auch Auftrittslabor, wo die Teilnehmer mit echten Cases arbeiten, sagen das Pitches oder Vorstellungsgespräche. Und sie dann auch so in einem sicheren Rahmen können verschiedene Sachen ausprobieren. Und ja, das Ziel ist von uns, wie du sagst, eben so sehr ressourcenorientiert, dass man seine Stärken kennenlernt und auch Sachen kann mitnehmen, Tools, die bei einem selber funktionieren. Erinnerst du dich an ein Beispiel, wo es durch deinen Input eine totale Veränderung gegeben hat bei der Person? Ja, es ist eines meiner Lieblingstools. Ich muss auch da ein bisschen ausholen, aber ich darf, ja. Yes. Und zwar eines meiner absoluten Lieblingstools ist entstanden. Wir haben 2009, glaube ich, in St. Gallen angefangen mit PowerPoint-Karaoke. Das hat eingeschlagen wie eine Bombe, die Show. Wir haben von Anfang an Full House gehabt. Das ist etwas, was man sonst
nicht erwartet, dass so etwas passiert, wenn man startet mit einer neuen Show. Und der Michi Rupp von Tiltanic und ich, wir haben das moderiert miteinander. Und wir haben uns überlegt, auf was haben wir Bock. Und es war so ein bisschen eine Trash-Show gewesen. Und wir haben es ein bisschen trashig moderiert. Und zwar wie Teleshopping-Moderatorinnen und Moderatoren. Also das Teleshopping-Ding, das ist so das mega energiegeladene und ich würde dir das jetzt verkaufen. Corinne, ist das nicht einfach fantastisch? Der Podcast, nicht wahr? So die Attitude von diesen Teleshopping-Moderatorinnen und Moderatoren ist ein mega cooles Werkzeug, um das energiegeladener zu machen. Für jemanden, der vielleicht ein bisschen eher introvertiert ist. Und ganz oft, aber dann ist ja dann für die Leute das Mühe, Präsentationen halten. Und es geht nicht darum, dass man masslos übertreibt, sondern dass man einfach das als wie so ein Gewürz nimmt. Und wie du vorher das Labor erwähnt hast, das ist ja dann mein Lieblingsteil, Amix, weil dann kannst du wirklich mit den einzelnen Leuten arbeiten und schauen, was können wir da noch rausholen. Und jemandem mal das Gewürz vom Teleshopping-Moderator mitgeben, hat schon wahnsinnige Effekte erzielt. Und das Spannende ist auch, für die Person selber hat es sich dann mega krass übertrieben angefühlt. Und das Feedback von den anderen Teilnehmenden, die zuschauen, ist durchs Band amix, hey nein, das tut dir mega gut, das ist mega cool zum Zuschauen. Du darfst sogar noch ein bisschen mehr. Und das ist, darum ist es mein Lieblingstool, weil es ja, so ein mega cooles, scharfes Gewürz ist. Cool, Teleshopping-Manier. Ja, ja, genau. Hat es dann auch schon mal gegeben, dass dein Input nicht so erfolgreich war oder etwas ganz anderes ausgewirkt hat? Mhm. Ja, absolut. Manchmal kann es überfordernd sein für die Leute. Oder sie können sich wie nichts darunter vorstellen. Sie probieren es zwar, was mega cool ist, und merken dann, das resoniert nicht mit mir. Und genau um die Feedbacks bin ich auch mega froh. Und ich sage das auch am Anfang vom Laborurteil, hey, ich schaue mir das an und versuche das richtige Werkzeug, ich rede immer von Werkzeug. Ja, es ist wie so eine Toolbox, die du einfach rausnehmen kannst. Weil du weißt, der Schraubenzieher funktioniert für mich. So, das ist das Bild. Und ich sage auch immer, wir probieren verschiedene Werkzeuge aus und vielleicht funktioniert eins nicht für dich. Das kann passieren und dann finden wir etwas anderes für dich. Also, es geht sehr ums Experimentieren und das ist auch unser Ansatz, das erleben und schauen, was passiert. Und finde es mega cool, und finde so, das nutze ich jetzt immer. Oder so, nein, funktioniert nicht. Mhm. Wer hast denn du so als, also hast du ein Vorbild oder jemand, der dich inspiriert in Sachen Auftritt? Ich weiß nicht. Ich habe keine konkrete Person. Also die erste Person, die mir jetzt einfach so in den Sinn kommt, ist Hannah Gatsby. Hannah Gatsby ist aus Australien. Also nicht direkt aus Australien. Wie heisst die kleine Insel dort? Neuseeland. Nein, die gehört noch zu Australien. Tasmanien? Ja, Tasmanien, genau. Sie ist von dort. Und Hannah Gatsby ist Stand-up-Comedian. Jedoch nicht so, wie man das so im Kopf hat, wie eine Stand-up-Comedian ist. Sie ist, ich finde sie eine grossartige Frau. Weil sie hat übrigens auf Netflix ihre zwei Specials, ihre zwei Programme. Und ich kenne zumindest. Und ich habe sie auch ein bisschen verfolgt, den YouTube, so die alten Sachen angeschaut. Sie ist erbarmungslos ehrlich.
Sie steht an und ist einfach ehrlich und durch das ist sie wahnsinnig witzig. Und im nächsten Moment ist die Ehrlichkeit ist so krass, dass du einfach am leer schlucken bist. Weil die Information, die du von ihr überkommst, einfach so eine riesige Welt auftut von oh krass, das ist dir wirklich passiert. Und ich persönlich finde, die Frau strahlt einfach, nur weil sie, wenn sie schon dort steht, einfach aufgrund von ihrer Ehrlichkeit. Ja, Hannah Gatsby, unbedingt schauen, grossartige Frau, grossartige Themen, sehr intelligenter Humor. Und das liebe ich ja, wenn Humor intelligent ist. Ja, wir werden euch das den Link zu ihr in den Shownotes verlinken, wie auch zum Boxbriefing-App. Und andere Sachen, die wir jetzt hier noch fallen lassen haben. Jetzt, ja, noch so zum Abschluss, Mila. Was sind so kurz und knackig die drei wichtigsten Tipps, die du unseren Zuhörenden auf den Weg geben willst? Wenn ihr einen Auftritt habt, eine Präsentation, wenn ihr vor Leuten dürft, anstehen und etwas erzählen, dann sind euch dessen bewusst, ihr dürft das, ihr müsst das nicht. Weil das, was ihr zu sagen habt, ist wichtig, sonst würdet ihr die Präsentation nicht halten. Und findet etwas, was euch wichtig ist, packt es euch auf ein Post-it und klebt es auf eure Notizen, so Stichwort wie, was will ich transportieren? Wie zum Beispiel, ich will, dass alle Freude haben an dem. Und du wirst die Freude transportieren, weil du selber auch Freude hast. Ist jetzt da etwas gewesen, oder? Ich habe mich das auch gefragt. Und kurz und knackig war es auch nicht gewesen. Noch etwas, was mir in den Sinn kommt, ist, bist positiv. Positiv eingestellt gegenüber deinem Publikum. Dein Publikum ist fantastisch, genauso wie du es nämlich auch bist. Und nimm dir vorher Zeit für dich, weil du bist wichtig. Schön. Vielen, vielen Dank, Mila, für das Gespräch. Ja, und wenn ihr erfahrungsbasiert wollt, euch im Auftritt arbeiten und überzeugen wollt, dann besucht oder bucht ein Seminar bei uns. Und ja, abonniert unseren Podcast am besten gerade auf der Plattform, wo ihr ihn jetzt am Hören seid. Wir freuen uns zudem über jede Bewertung und jedes Feedback. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.